Gorin Tumnison, zu euren Diensten. Ihr habt wahrscheinlich noch nie was von mir gehört. Ich war der erste Alchemist unter den Zwergen, der erste, der nicht den klassischen Berufen wie Schmied, Minenarbeiter oder ähnlichem traditionellen Mist nachging. Dachte ich zumindest. Bis ich die heimatliche Höhle verließ und in die großen Weiten der Welt hinauszog. Ich sollte feststellen, dass ich ganz bestimmt nicht der erste und auch nicht der letzte Zwerg in der Alchemie war. In meinem rückschrittlich dummen Volk war bloß noch keiner auf die Idee gekommen, mal was anderes als die üblichen Berufe zu wagen. Mein Vater, Tumni, Dorsohn, der dümmste und rückschrittlichste unserer Art, Abklatsch eines Schmiedes, eiferte stets seinem Vater, meinem Großvater, Dor, nach, welcher als Minenarbeiter einst große Schätze zutage gebracht hatte. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Für meine Väter war ihre Arbeit das Ein und Alles. Und so wurde ich von meinem nichtsnutzigen Onkel, von einem Krieger, aufgezogen. Statt Spielchen zu treiben, wie andere Zwergenkinder, wurde ich im Angstkampf trainiert, sobald ich auf eigenen Füßen stehen konnte. Drangsaliert und gedrillt wurde ich, wenn mir als jugendlicher Zwerg mal der Kopf nach etwas anderem als nach dem Training stand. Oft genug schlich ich mich davon und erkundete die Landschaften um die heimatlichen Höhlen herum. Eines Tages erwischte mich eine junge Elbendame, wie ich in der Nähe des Waldes durch das Gras tobte. Nieja war ihr Name. Sie brachte mir einiges über Pflanzenkunde bei, wie man die verschiedenen Blätter und Blüten nutzt und was man alles mit einem Pilz anstellen könne. Wenn das mein Ziehvater drein erfuhr, dass ich mich mit einem Elbenweib herumtrieb, konnte ich mir die Rutenhiebe schon ausmalen. Eines Tages, ich war schon zu einem vollwertigen Zwerg geworden und meinem Ziehvater schon über den Kopf gewachsen, da erreichte mich die erstaunende Nachricht von Nieyas Tod. Meine Elbenfreundin war in einem Hinterhalt von räudigen Orkfressen ermordet worden. Nach monatelanger Trauer widmete ich mich nun der Alchemie. Mit dem gelernten Wissen über die Pflanzenkunde und einigem Wissen über kristalline Pulverzubereitung erhoffte ich mir, einen Trank zu entdecken, der meine Elbenfreundin aus den Reichen der Toten zurückbringen könnte. Bald entdeckte ich jedoch die berauschende Wirkung einiger Pilze und Kräuter in Kombination mit kristallinen Stoffen und schuf eine neuartige Droge, der ich mich fortan verschrieb. Sekunde. Also hier müsste ich noch eine Portion davon haben. Also wenn man diese Flüssigkeit in einem Zug... Und mit Hilfe meinen treuesten Gefährten Klaus, dem Schneehasen und der Armee der fliegenden Schmetterlingsaffen... Hab ich es so geschafft, die ganze Truppe von Einhörnern. Und deswegen sollte man nie einen glatten Saphir bei sich haben. Wäre dann.